Wenn ihr meinen Kanal bereits länger verfolgt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es eigentlich Darth Plagueis war, dem es gelang, den an der Republikanischen Republik zweifelnden Jedi-Meister Sifo-Dyas dazu zu überreden, auf Kamino bei den dort lebenden Gentechnikern und Klonern eine Klonarmee, die er auch selbst finanzieren würde, in Auftrag zu geben. Und am Vorabend bei der Wahl zum obersten Kanzler der Republik wurde er jedoch von seinem eigenen Schüler, Darth Sidious, umgebracht. Palpatines Motive waren unter anderem, da Plagueis nicht vorhatte, seine Macht zu teilen, und der Fehler, seinem Schüler alles beizubringen, um den großen Plan der Sith sogar alleine zu vollenden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, stelle ich mir die Frage, ob Darth Plagueis vielleicht sogar ein besserer Imperator gewesen wäre. Ob man ihn wirklich als besser bezeichnen könnte, ist schwierig. Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass seine Herrschaft ganz anders wäre, da er nicht auf dieselbe Weise reagiert hätte wie Palpatine. Plagueis vertraute, wie auch sein Schüler, etwas zu sehr auf seine eigene Macht, was auch sein Untergang war. Witzigerweise gilt das für beide. Palpatine gilt ohne Zweifel als einer der mächtigsten Sith aller Zeiten. Meiner Meinung nach ist er sogar der mächtigste. Mit seiner beispiellosen Fähigkeit zur Verschleierung und Täuschung, die selbst Plagueis nicht erreichen konnte. Der Tod durch seinen Schüler ist also nicht weit hergeholt. Plagueis wäre ziemlich sicher niemals so ein Imperator geworden, wie Palpatine es war. Er wäre eher die Macht hinter der Macht geworden. Er hätte die Fäden der korrupten Republik gezogen und sie langsam aber stetig in ein wiederbelebtes Sith-Imperium transformiert, mit sich selbst als verborgenem Sith-Imperator. Zudem forschte Plagueis ja viel mit Midichlorianern, um seinem Ziel, ewig zu leben, näher zu kommen. Was viele Leute eben nicht bedenken ist, dass wenn es ihm gelingt, sich selbst ein relativ langes Leben oder vielleicht sogar die Unsterblichkeit zu ermöglichen, dann verlieren Dinge wie Zeit, Dringlichkeit und Ungeduld an Bedeutung. Wenn man mehr Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen, dann hat man eben keine tickende Uhr im Hinterkopf, welche die meisten Sterblichen antreibt. Man ist so in der Lage, ein wirklich langes Spiel zu spielen und es einfach narrensicher zu gestalten, was für die meisten Normalsterblichen eher passiv und erfolglos erscheint. Diese Art von übermäßig aggressivem Verhalten und der damit verbundenen unmittelbaren Befriedigung setzt die Menschen oft mit Erfolg gleich. Jedoch bedeutet dies nichts für diejenigen, die die Welt in Bezug der Unsterblichkeit betrachten, was auch darauf hinweist, dass das Plagueis-Imperium keineswegs wie Palpatines aussehen würde. Der Moon hätte viel länger gebraucht, aber die meisten menschlichen Beobachter würden das nicht einmal mitbekommen, bis zu dem Zeitpunkt, als es dann auch schon zu spät ist. Das würde Plagueis ziemlich sicher nicht zu einem besseren Imperator machen, aber wie bereits erwähnt, zu einem anderen. Seine Herrschaft würde wahrscheinlich der von Vishyad ähneln, einer ziemlich lang andauernden, mit dem endgültigen Ziel, das gesamte Leben in der Galaxis zu absorbieren. Jedoch war es das aber auch schon mit dem Video. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welcher Herrscher euch lieber wäre, Palpatine oder Plagueis, und warum. Wenn ihr jetzt aber noch wissen wollt, wie genau Palpatine seinen Meister getötet hat, oder euch Plagueis Midichlorianer-Forschung interessiert, dann könnt ihr hier links bzw. rechts klicken. Und klickt in die Mitte, könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.